der Zeit verstreiche ich weiße Farbe auf die Steinbruchwand hier, um den Effekt eines Kalksteinbruchs zu erzielen. Habe inzwischen herausgefunden, der Pinsel muss einigermaßen trocken sein und ich darf nicht mit Druck streichen, sondern muss einfach nur drüber wischen. Dann ist der Effekt am besten. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, muss ich auch sagen. Das Farbtöpfchen leert sich jetzt so allmählich. Aber das Ziel, das ich erreichen wollte, ist ja schon erreicht. Ich habe einen guten Meter Felswand, Steinbruchwand, die ich weiter benutzen und gestalten kann, um meine Tannen loszuwerden.
Puh. Und Töpfchen Farbe reicht auch weiter, als man denkt. So, wenn ich da durch bin, könnte ich hier ja noch ein bisschen weitermachen. Die Buddeln haben da sowieso nichts zu suchen. Und hier muss ich erstmal mal etwas ausmisten.
So. Ich will dieses Pöttchen jetzt mal leer kriegen. Denn die restliche Farbe wird mir sonst sowieso eintrocknen. Und das würde meiner Sparsamkeit hier nicht gefallen. Aber ich kratze schon über den Boden. Wird es also gleich geschafft haben. Und dass das Ende der Farbe auch noch mit dem Ende der Steinbruchwand zusammentrifft. Das nehme ich als Bonus sehr gerne mit. So, mir gefällt's.